Hallo, ihr da draußen. Willkommen zurück auf der Hochfackmann. 1.04 immer noch. Ich weiß gar nicht, ob es die 1.05 schon gibt. Das kann ich mir nachschauen. Auf jeden Fall, wir sind ja mitten in der Ernte mit dem Leihdrescher dort oben, dem Massai Ferguson. Und deswegen, weil ich ja unbedingt herausfinden wollte, ob das mit Autodrive und dem Abfahren funktioniert. Hier mit dem Glas Ducano hat es jetzt nicht funktioniert, mit dem MF da oben hat es funktioniert. Jetzt haben manche von euch geschrieben, hauptsächlich der Smoke Jaguar, er hätte die Probleme auch, dass es mal funktioniert und mal nicht funktioniert. Nur bei mir war es dann tatsächlich so, es hat ja bei dem Feld 12 Ernteauftrag nicht funktioniert und auch hier beim Ernten von Feld 5 in unserem eigenen Feld auch nicht funktioniert. Und jetzt wusste ich nicht, an was liegt es dann, ja. Und ich habe jetzt mal geguckt, also die Autodrive-Version habe ich jetzt aktualisiert, wobei ich glaube, dass ich die schon hatte. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall habe ich Autodrive aktualisiert über GitHub. Und habe mir auch jetzt, ich glaube, das ist die neueste Version vom CP. Die habe ich mir jetzt auch nochmal gegönnt, das war schon eine Zeit lang her, dass ich da aktuell war. Und, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt wird unser Glas hier angesetzt. Er darf jetzt Feld 13 abernten. Das müsste eigentlich erntereif sein. Wir gucken gerade mal. Das ist Raps. Wer hätte jetzt gedacht? Ist erntereif. Kann man so lassen. So. Und dann machen wir mal einen Kursi. Kursi. Wobei, den müsste ich, habe ich da schon einen. Schauen wir gerade mal nach, gell? Das ist jetzt die 341. Ich weiß nicht, ob es schon die nächste gibt, aber die dürfte ziemlich aktuell sein. So, Feld 13. Dreschen 4 Meter, nö. Dreschen 57, das ist unsere. Ah ja. Ja. Ach, jetzt haben wir wieder das Problem. Ja. Mein Problem ist ja always, dass ich dann irgendwann die Kamera nicht mehr drehen kann, weil ein CP off ist, weil Autodrive off ist, ne? Dann sagen wir mal, fangen wir hier mal an, gell? Und der fährt am ersten Punkt los. Ei, eine zu viel als mir, gell? Ganz ruhig. So. Das haben wir. Du darfst aber gerne während des Abladen anhalten. Da habe ich das Problem, und das war zumindest von Kaiho erklärt, dass CP ja das Rollen rausfährt, wenn der voll ist. Da stand aber irgendwas letztens mit dabei unten, Autodrive, don't use for unload and refill. Habe ich jetzt mal aktiviert. Mal gucken, was das jetzt für einen Unterschied macht. So. Und weiter geht's. Wir müssen auf jeden Fall noch mal schnell die 4 abenden. Sonst kostet mich der Drescher zu viel Geld. Der darf jetzt da weitermachen. So. Moment. Nein. Ja, der. Der hat immer noch aktuell Abfahrerfeld 4 zum Hofsilo. Dann stellen wir den mal ein. Hat noch Moduswechsel, Drescher abfahren oder noch drin. Ah ja, genau, ich sehe ja gerade an dem Menü, dass das tatsächlich anscheinend eine neuere Version jetzt ist. Dann schauen wir mal. Er schreibt direkt warten auf Drescher. Da hoffen wir mal, dass das funktioniert, gell? Und dann mache ich mit dem, mal gucken, ob wir da einen neuen Kurs hinballern für das Feld, für Feld 13 tatsächlich. Moment, wir können eigentlich mit dem könnten wir Feld 13 beackern oder abfahren. Fahren wir gerade mal hin. Ja, ich fahre jetzt selbst hin. Weil ich möchte auch, dass der Wegpunkt, der am Feld 13 ist, der ist natürlich absolut schlecht. Ne?
weil es so knapp an dem Baum ist, dass da kein Fahrer um die Ecke kommt und immer am Baum hängen bleibt. Das soll nicht so sein, deswegen müssen wir da ein paar Wegpunkte löschen. Ja, das Mädel steht im Hofladen, hat nichts zu tun. Da müssen wir auf jeden Fall, muss ich da mal gucken, dass wir nicht doch noch ein bisschen was produzieren, dass sie auch was verkaufen darf. Ne? Mädchen, die kostet ja auch Geld. Ja? Die kriegt ja auch ein paar Euro 50 zum Verkaufen und verkauft nichts. Da lege ich ja drauf. So. So. Zeig mir bitte die Linien. So. Dann würde ich nämlich. Genau, das ist nämlich nichts geworden hier. Weil hier kommt kein Traktor der Welt vorbei. Linien löschen, wo war das hier? Genau. Ah, der löscht rückwärts oder was? Dann machen wir das anders. Dann fahren wir bis hierher. Oh oh. Hoffentlich klappt das jetzt. Jetzt habe ich nämlich ein Auto hinten dran. Freut mich mal gar nicht. Nee, der ist am falschen Wegpunkt. Ich möchte nicht den löschen, ich möchte einen anderen löschen. Nein. Ja, den da. Genau. Ja, 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 auf zur Hupe fahr weiter, du Kasper. Ah, immer diese Kamerafixierung, du, das mag ich gar nicht. Wieder einer geballert, ey. Das darf nicht wahr sein, die sind ja voll listig, die Leute. Total listig, ja. Den löschen wir auch. Nein! Das muss ich wieder, das muss ich wieder korrigieren. Kacke. So. Lalalala. Komm, spring mal auf den anderen hier. Genau, auf den. Ich weiß nicht, ob das leichter geht mit dem Löschen. Das habe ich mir jetzt noch nicht so angeschaut, tatsächlich. Ah, glatt. Ich war zu schnell wieder mal. Übereifrig, sagt man auch, ne? Oder einfach nicht ganz dicht. So, ich würde nämlich dann hier ansetzen, an dem letzten Punkt. Feld 13 ist da sogar noch vor Handen und dann fahren wir hier nämlich geradeaus weiter. Wo war jetzt? Ah, hier oben. Kamera. So, dann machen wir einmal in diese Richtung. Habe ich verbinden mit drin? I don't know. Wie war das denn nochmal? Oh Gott. So. Nee. So. Verbinden. Am Ende verbinden. Oh ja, habe ich drin. Habe ich auch drin. Gut. Okay. Dann können wir hier da auch das so machen, dass wir dann halt. Nein. Verbunden. So. Und die Kamera hängt schon wieder. Oh oh. Guck doch mal, was ich da wieder gebastelt habe. Das ist dafür jetzt ein Abkacken. Schlimm. Das wäre genial, wenn es so zu Fuß machen könnte, Leute, ne? Das wäre schön. So, der ist das, der da ist. Der muss weg. Der muss weg.
Genau. So. Jetzt sieht es besser aus. Richtig, richtig. So. Das ist hier verbunden. Feld 13, der Punkt scheint noch da zu sein. Ich hoffe, dass das auch so ist. Jetzt machen wir noch einen anderen Punkt in die andere Richtung. Ah, da kommt ein Weg. Ach, habt ihr es gesehen? Ich brauche nur ein paar Sekunden, da sehe ich, dass der Drescher schon wieder Mist gebaut hat. Irgendwo hat er wieder einen falschen Halm in den Hals gekriegt. Ja, und hat einfach mal dezent, ich fährt da weiter und lädt nichts auf. Dann kriegst du wieder Plack, ne? Da kriege ich Plack bis zum Abwinkel, Leute. So, zack. Was soll dann das jetzt? Der verbindet einen Mist momentan. Du Walde. Jetzt weiß ich nicht mehr, was der letzte Punkt war. Ja, ja, für manche brutal nervig, kann ich brutal verstehen. Ich weiß ja jetzt nicht, warum der so rumspinnt. Ah ja. Jetzt sind die Linien auch ein bisschen höher als der Weg an sich, ne? Ja, Schnauze, Paco. Mein Gott, ey. So. Nein. Warum verbindet er jetzt den komplett hier? Da krieg ich echt zu viel, ey. Da krieg ich echt zu viel. Der Drescher lädt nicht auf. Das ist wieder mal so eine typische, heute klappt es nicht Folge. Beziehungsweise momentan klappt es nicht. Wir haben hier noch zwei andere Folgen. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Leute, also wenn ich das gewusst hätte, das war in der Vorgängerversion, hatte ich einfacher. Aber anscheinend hat er jetzt den Kurs geschlossen. Ich hoffe es zumindest. So, der geht hier rum, der geht hier hoch, der muss noch verbunden werden. Mein Gott, da kommt wieder ein Auto. Ja, der Drescher fängt dieses komplette Feld ab, ohne fertig zu werden, weil er einfach nur dumm ist. Ja? Warum der das jetzt, jetzt so komisch zusammenstückelt, keine Ahnung, das ist so schlecht. Ganz komisch, ne? Ganz komisch. So, ich muss unbedingt zu dem Drescher, der macht nämlich den größten Mist. Hier hat er irgendwas geschnappt, was nicht gefallen hat. Ja, er müsste normalerweise hier weitermachen, hat er nicht. Er ist erst einmal komplett umsonst aus rumgefahren. Der Oberaffe. Tut mir leid, sowas riecht mich ewig auf. Was soll der Mist? Ja, fängt er an und dann hat er irgendwie keinen Bock mehr.
Ehrliche sind fertig. Den Tag gehen wir mal flott ab jetzt noch. Das machen wir jetzt noch zusammen. Weil, aha, und ihr habt auch ein Problem mit Fahrer, oder? Ihr habt mal ein Problem, Leute. Der ist voll und der andere wollte beifahren. Gut, der hat es echt vorgehabt, ne? Also das wäre hätte funktioniert tatsächlich. Das war natürlich wieder eines kaputt. Vor allem fahren Traktor kaputt. Ja, das war also mal wieder, ne? Svens Chaosstunde. Lad halt ab, ey. Gut, dann beenden wir jetzt das Chaos hier wieder einmal. Und jo, dann sehen wir uns nachher zur nächsten Folge. Wenn ihr gnädig seid, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten, wie gesagt, bis nachher. Zwischendrin sollte eigentlich noch in der Kaifek auftauchen. Vielleicht gefällt euch, vielleicht ist dann nicht ganz so viel Chaos. Sagen wir so. Also, bis nachher, macht's gut, tschüssi.